Ja und hallo Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Tomb Raider. Sollte mittlerweile Part 20 sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe soeben den Pfeil durch diesen Stahlträger gerammt. Und ich werde auf die nächste Etappe begeben. Die nächste Ebene. Hab ich endlich wieder ein bisschen mehr Munition bekommen. Und muss ich wahrscheinlich hochklettern. Ja, sieht ganz so aus. Was eine schöne Aussicht eigentlich. Ist das ein Schiff, was in der Luft hängt? Sieht ganz so aus, oder? Wie kann das hier hochkommen? Wie hat man das hochgekriegt? Das ist irre. Es ist zu ruhig. Eben, das dachte ich mir auch schon vorher. Jetzt war das ganze Schiff vollgeladen mit diesen Spinnern. Ich wusste es! Ich wusste es! Boom! Nein, dann nicht. Headshot. Oh! Oh shit. Oh nein. Right in your fucking face. Weg, sonst wird mir das immer noch so Gefahr. Warum kriegst du immer zwei Schuss? Au! Oh nein, das ist so einer. Oh, das sind zwei! Nein! Ja. Oh, come on! Gib mir eine Pause! Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Oh, was? Der war voll nicht da. Warum jetzt? Und ich war in Deckung. Oh, great. Schießt deinen Kameraden vom Schiff runter. Oh. Tolle Arbeit. Wer meine Brüder tötet, muss sterben. Und dafür tue ich meine eigenen Brüder. Die ist Doppelmoral. Oh! Halt still, Mädchen. Am Arsch. Ich auf ihn schießen. Oh! Nein! Oh nein! Ich dachte, ich könnte mal kurz schießen. Das war wohl eine grobe Fehleinschätzung. Oh mein Gott. Oh nein! Nicht schon. Nein, da kam ich gerade erst her. Bitte! Oh. Ich dachte, es trifft sie. Oh. Na! Bleib da einmal bitte! Ah, oh, bitte! Das war klar. Irgendwie. Nein, umschalt! Das war für mich eigentlich. Das, was ich jetzt gedrückt habe, ist für mich eigentlich die Hochstelltaste.
Aber okay, die einen ins Umschalt, die anderen ins Hochstelltaste. Ich schätze, Umschalt ist eigentlich der richtige Begriff. Oh Mann. I got. Oh. Oh. Wir gehen von einer Misere in die nächste, ne? Oh je, Mini. Schnell raus hier. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ja, ja, aber Hauptsache, wir sind jetzt unten. Wir sind vom fliegenden Schiff hinunter auf den Strand gekommen. Ah, okay. Schon gewundert, wie es jetzt weitergeht. Na gut. Oh nein. Ist da noch? Geschafft. Wo sind sie jetzt? Das ist nicht nur irgendein Schiffswrack. Das ist ein... Das sieht aus wie ein Kriegsschiff. Mit der Bewaffnung. Diese riesige Schiffskanone. Wow. Bin mal gespannt. Bleiben wir mal bei der Pistole. Das klingt nach missglückten Versuchen, einen Motor zu starten. Aber schau mal ganz kurz, ich habe jetzt 2 Fähigkeitspunkte übrig und einen Haufen an Ausrüstungspunkten. Ich versuche mal, daran jetzt was zu machen. Das ist ein Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkanten sind nur auf ihrer Karte verzeichnet. Muss nicht sein. Wenn ich finde, die durch Zufall. Jäger-Upgrades. Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schaltet das Kopfschussfadenkreuz. Oh. Was muss ich dafür noch meistern, um das zu bekommen? Ah, ich muss erstmal das an. Ich muss was anderes erstmal. Okay. Werfen Sie Ihre Feinde. Ja, gut. Schmutz ins Gesicht schmeißen. Wer sowas mag. Sie haben den höchsten Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lehrer kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten erlernen. Versetzen Sie Feinden mit ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Habe ich das nicht? Nee, habe ich nicht. Aber ich meine, kann ich jetzt das hier lernen? Ja, seht ihr, kann ich. Pistolenexperte, töten Sie Feinde auf kurze Distanz für mehr Belohnungen. Schaltet das Kopfschussfadenkreuz. Mach ich das erstmal mit dem Gewehr. Weil mit dem Gewehr mache ich das dann doch eher. Und öfter. Gut. Fähigkeitspunkte sind raus. Kommen wir noch schon auf die Ausrüstung. Da könnte ich bestimmt auch noch was aufbessern. Die Schrotflinte vor allem Ding. Da könnte ich vielleicht mal hier den Lauf verbessern. Die Pistole mit einer entzündlichen Substanz drängt. Oh mein Gott, das klingt ja so brutal. Das klingt ja. Oh, das klingt ja so fies. Das nutze ich direkt mal. Ein gepolsterter Frontgriff, der die Waffe beim Schießen stabilisiert und damit den Rückstoß verringert. Na gut. Ja, das auch mal. Ein ummantelter Schaft, der für weitere Stabilisierung beim Feuern sorgt. Das klingt auch verlockend und praktisch. Patronen müssen nicht mehr einzeln nachgeladen werden, was das Nachladen beschleunigt. Ich bleibe mal beim Standard feuern. Das habe ich schon. Was kann ich dann? Oh, das hier. Ein geschlitzter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Auch verlockend. Ich bleib mal dabei. Das ist die Upgrade, die ich behalten werde. So. Da steht so eine Badass-Shotgun, oder? Yo, aber sowas von. Und der Motor funktioniert immer noch nicht. Und da, glaube ich, sind sie. Ja, das sind sie wahrscheinlich. Aber bevor wir uns noch kurz zu ihnen... Oh Gott, Gott sei Dank. Bevor wir zu Ihnen gehen, noch zu Schalke. Ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein.
Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Oh Gott, ich habe so viel verpasst. Schande über mich. Oh Gott. Munition. Munition ist nie verkehrt. Hab schon. Jetzt lass mich da was Interessantes dran haben. Oh, Gott sei Dank. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Gut, lassen wir das mal so wirken. Nun ja, okay. Also, ja. Weil ich das nicht vielleicht so sagen soll. Das klappt wohl nicht, ne? Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft doch Jonah da drüben. Jetzt reißt es ab, pass auf. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich seh mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Gelangen Sie zur Galeone. Yo, ein Flaschenzug. Geschützt zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Sie müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig. Hey, Lara ist nicht die Einzige. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, hey, schon okay. Ganz ruhig. Und fass nichts an. Ein Stück weit unsympathisch, die Frau. Für mich. Okay, ich pausiere mal ganz kurz an dieser Stelle. Wir sind sofort wieder. Ich widme mich mal kurz der Person, die mir gerade was geschrieben hat. Bis gleich.